صار 1 minute to start. So, like 30 seconds, let's start. 30 seconds, 1 second, 15 seconds. Und jetzt haben wir gleich hier Unterstützer, meine Damen und Herren, für die letzten 5 Sekunden, zunächst mal 10 Sekunden, 10 Seconds. Und jetzt sind Sie gleich gefordert. Achtung, 5, 4, 3, 2, 1 und Start! Der Sparkassenmütter Giro 2014 raus. Wir werden die Fahrer wieder sehen mit 13:15 Uhr. Dann werden wir nochmal raus. Die Durchfahrt ist jetzt natürlich auch unser Führerchef, Nick Überhoff aus Irland, und der erste Block, der keine Arbeit hat. Und natürlich die Teamfahrzeuge, die sich jetzt mit einbinden, hier mit der deutschen Nationalmannschaft, jedes Team mit einem eigenen Fahrzeug vertreten. Carsten, ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht hier in Villarreal. Ja, tolle Stimmung. Kann man an dieser Stelle nochmal sagen, wir wissen auch Bedommen und auch die Ehrengäste, was wir schon angesprochen haben. Wir freuen uns jetzt vor allem auch auf die Durchfahrt hier in Villarreal, die es nachher geben wird, und auf dieses Riesenprogramm. Wir haben vorhin zu Beginn dieser heutigen Einschaltkontrolle ja schon darüber gesprochen, Stefan. Jetzt ist hier noch nicht Schluss. Nein, es geht gleich weiter um 11:45 Uhr mit der Werbekarawane und dann um 12:05 Uhr mit dem Giro Lino, meine Damen und Herren. Bevor wir dann um 13:15 Uhr die Profis hier nochmal sehen. Das Ganze können Sie natürlich mitverfolgen im Live-Ticker und natürlich auch heute Abend im WDR-Fernsehen. Um 17:25 Uhr, wenn ich das richtig im Kopf habe, dann die Schaltung aus Münster. Ja, und wir dürfen auch sagen, Carsten, Heimrennen steht ja auch noch bei euch an. Lombardei-Rundfahrt, wenn ich das richtig im Kopf habe, am Sonntag auch übertragen wieder bei euch bei Eurosport von der Lombardei-Rundfahrt. Genau, die Lombardei-Rundfahrt am kommenden Sonntag mit meinem Kollegen Mann Bode und Jean-Claude Littler. Dann haben wir noch die Rundfahrt im Programm und dann in einer Woche fahren die Tour. Das wird dann allerdings auch sogar der letzte Achter sein. Ja, dann das Amsterdamer 6-Tage-Rennen. Auch im Programm allerdings noch zwei. Also da gibt es auch noch einiges zu sich.